Mittelformatkameras sind groß, langsam und gelten deswegen heutzutage als unpraktisch. Warum es sich dennoch lohnt, mit solchen Kameras zu fotografieren, erfahrt ihr nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Mein Name ist Dominik und heute geht es hier um das Mittelformat. Spätestens mit der Einführung der GFX-Kameras von Fujifilm erlebt das Mittelformat eine Renaissance, zumindest in der Digitalfotografie. In der analogen Fotografie ist das Mittelformat jedoch seit jeher beliebt, egal ob bei Amateuren oder zu seiner Hochzeit bei den Profis. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass das Mittelformat in der analogen Fotografie nicht ein einziges Format ist, sondern aus unterschiedlichen Formaten besteht. Den Anfang macht hier ein kleines Mittelformat mit einem Seitenverhältnis von 6 zu 4,5. Etwas größer wird man mit einem Seitenverhältnis von 6 zu 6 und erhält dort ein quadratisches Bild. Noch größere Kameras erlauben einem die Aufnahme von Bildern im Format von 6 zu 7, aber auch Bilder mit einem Seitenverhältnis von 6 zu 9, also 2 zu 3, sind üblich. Mit speziellen Kameras ist es einem sogar möglich, Aufnahmen in Panoramaformaten von 6 mal 12 oder sogar 6 mal 17 zu machen. Auch wenn diese Formate in der analogen Fotografie alle üblich sind, beschränke ich mich heute einmal auf die Größe 6 mal 4,5, weil das eben auch der Sensorgröße von digitalen Mittelformatkameras entspricht. Egal ob digital oder analog, Mittelformatkameras sind entsprechend größer, unhandlicher und langsamer als Kameras für Kleinbildfilm oder Vollformatsensoren. Das gleiche gilt natürlich für APS-C-Kameras und Micro Four Third. Dazu kommt, dass viele analoge Mittelformatkameras nicht über Annehmlichkeiten wie ein Belichtungsmesser oder Autofokus verfügen. Das alles macht ihre Benutzung etwas unpraktischer, man arbeitet langsamer und muss gewissenhafter fotografieren. Aber die Fotografie im Mittelformat belohnt einen auch für diese Mühen. Aber es sind insbesondere folgende drei Aspekte, die die Nutzung einer solchen Mittelformatkamera trotzdem rechtfertigen. Der erste Aspekt ist die größere Auflösung der Negative. Die Negativgröße im Format 6x4,5 ist verglichen mit den Negativen vom regulären Kleinbildfilm, also 24x36 mm, etwa 2,7 mal so groß. Runden wir es ruhig auf die dreifache Größe. Das heißt, bei der Nutzung des gleichen Filmmaterials auf Rollfilm statt auf Kleinbildfilm erhalten wir eine fast dreifach so hohe Auflösung. Egal, ob man anschließend das Ganze scannt, um digital das Ganze weiter zu verarbeiten oder analoge Abzüge in der Dunkelkammer macht, braucht man die Negative nicht so stark zu vergrößern, wodurch Bildfehler wie Unschärfe oder eine geringere Auflösungsvermögen der Objektive nicht so stark auffällt. Was die Auflösung angeht, kann man also pauschal sagen, dass Mittelformatkameras eine viel bessere Qualität liefern. Das lohnt sich insbesondere, wenn man große Vergrößerungen machen möchte. Für Abzüge im Format von 9x13 wird das wohl kaum ins Gewicht fallen. Ja, der zweite Punkt hat damit auch schon direkt zu tun. Vergrößert man seine Negative nicht so stark, treten natürlich auch Aspekte wie Korn in den Hintergrund. Das ermöglicht einem bei der Nutzung von analogen Mittelformatkameras, seine Filme stärker zu pushen oder eben von vornherein Filme zu nehmen, die eine höhere Filmempfindlichkeit haben und zu stärkeren Korn neigen. Somit haben nicht nur die digitalen Mittelformatkameras eine bessere Performance bei schlechtem Licht, sondern eben auch die analogen Mittelformatkameras. Der dritte, letzte und meiner Auffassung nach wichtigste Punkt ist allerdings der bestimmte Mittelformatlook. Betrachtet man die optische Freistellung von Motiven, zu Neudeutsch Bokeh, ist es so, dass dieses von mehreren Faktoren abhängig ist. Der erste Aspekt ist die Blende des Objektivs, das heißt, wie lichtstark ist das Objektiv, wie weit ist abgeblendet. Ein ebenso wichtiger Aspekt, der hier von besonderer Bedeutung ist, ist aber die Brennweite der Objektive. In der analogen Kleinbildfotografie oder der digitalen Vollformatfotografie gilt ein 80 mm Objektiv bereits als kurzes Teleobjektiv, das perfekt für die Fotografie
von Porträts genutzt werden kann. Grund dafür ist die starke optische Freistellung aufgrund der geringen Tiefenschärfe von 80 mm Objektiven. Nutzt man ein größeres Sensorformat oder eben ein Mittelformatfilm, ist es so, dass da ganz andere Brennweiten als normal Tele- und Weitwinkelobjektiv gelten. Nutzt man im Format 6x4,5 ein solches 80 mm Objektiv, erhält man natürlich die gleiche optische Freistellung wie im Kleinbild oder im Vollformat, aber einen geringeren Bildwinkel, den das Objektiv abdeckt. Der Bildwinkel für 80 mm an 6x4,5 Kameras entspricht einem 50 mm Objektiv im Vollformat. Vergleicht man also ein 50 mm Objektiv an einer Vollformat- oder Kleinbildkamera mit einem solchen 80 mm Objektiv an einer 6x4,5 Kamera, haben die den gleichen Aufnahmewinkel. Fotografiert man also sein Motiv jetzt bildfüllend, sieht der Vordergrund gleich aus. Wir haben aber im Mittelformat eine viel größere optische Freistellung. Somit ist der Mittelformat-Look eigentlich gar nicht so vom Mittelformat selbst abhängig, sondern von den längeren Brennweiten, die man im Mittelformat nutzt. Aber ich finde, das kann man trotzdem gelten lassen, weil das ja alles so ein bisschen voneinander abhängt. Das sind meine drei Gründe, warum ich finde, dass das Mittelformat trotzdem lohnt, obwohl es relativ unhandlich ist. Sicher habe ich irgendwelche Gründe vergessen oder vielleicht auch Unsinn erzählt. Korrigiere und ergänze mich bitte unten im Kommentariat. Stell auch gerne deine Fragen, falls du noch welche haben solltest. Ansonsten danke ich fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Ich danke den Sponsoren des Kanals. Infos dazu findet ihr wie immer hier oben und unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich ciao, bis nächste Woche.